Abend ist es bei uns zu Hause sehr feierlich. Guten Abend. Mein Name ist heute Alfred und ich habe für unsere gnädige Gräfin Arwen ein Dinner vorbereitet mit ihren besten Freundinnen und Freunden. Sie wird jederzeit auftauchen. Und da ist sie schon. Guten Abend, Lady Arwen. Guten Abend, Alfred. Hoppla, jetzt bin ich über den Elefanten gestolpert. Bitte Platz nehmen. Alfred, sind denn nun alle da? Ja, aber selbstverständlich. Ist Lucy da? Ja, neben Ihnen. Ist Affi da? Nicht weit von Ihnen entfernt. Ist Pooh da? Ja, gegenüber von Ihnen. Alfred, servieren Sie nun die Suppe. Natürlich, Madam. Schon wieder dieser blöde Elefant. Der ist ja gefährlich. Na, geh schon wieder. Für Sie. Maroni-Suppe. Ich liebe Maroni-Suppe. Dazu hätte ich bitte einen Himbeersirup. Pur? Ja. Natürlich. Himbeersirup pur, das ist ja picksüß. Aber wenn es die Lady will? So wie letztes Jahr, Lady Arwen. Alfred, so wie jedes Jahr. Prost, liebe Lucy. Prost, Lady Arwen. Prost, liebe Affi. Prost, Lady Arwen. Und Prost, lieber Pooh. Prost, Lady Arwen. Oh Gott, das hält man ja nicht aus, wie süß das ist. Alfred, Sie können nun das Hühnchen servieren. Arwen hat offenbar schon einen Zuckerschock. Hoppla, na geh. Dazu hätte ich gerne einen Marillennektar. Kommt sofort. Jetzt werde ich es dem Elefanten zeigen. Na, wer sagt's denn? Gar nicht so leicht, in einem Schwarz-Weiß-Film den Marillennektar zu finden. Ich befürchte, das wird wieder sehr süß. Lady Arwen, so wie letztes Mal? Alfred, so wie jedes Mal. Prost, Lady Arwen. Prost, Lady Arwen. Prost, Lady Arwen. Und jetzt hätte ich gerne den Kuchen und die Schokoladenmilch. Gerne, Madam. Noch mehr Zucker. Lady Arwen muss verrückt sein. Und hier ist die zuckersüße Schokoladenmilch. Lady Arwen, so wie die ganze Zeit? Alfred, so wie immer. Aber mein Mund biegt schon so, Arwen. Alfred, mach nicht so einen Blödsinn. Prost, Lucy. Prost, Lady Arwen. Prost, Lady Arwen. Jetzt kann ich nicht mehr. Jetzt müssen wir dringend die Zuckerenergie mit etwas Bewegung vor dem Kaminfeuer abbauen.